Dann würdest du nur zu einer weiteren Folge der Breath of the Wild. Mit Manu. Cool, oder? Ich heiße Gustav. Und der war in der letzten ich Folge auch schon Gustav. Dabei. Juhu, er war. Ich heiße Gustav. Können wir jetzt. Ich war schon in der vorletzten. Ja. Nein, ich war schon in zwei Folgen dabei. Zwei? Schön. Der Ball ist gerade einfach weggebracht. Okay, ich sag gar nichts mehr. Tschüss. Als ob es Dr. Luigi gibt. Ich wollte gerade hier Luigi's Mansion machen, weil das Name Luigi's Mansion ist für mein Video. Aber nee, es gibt Dr. Luigi 2013. BTF. Digga, was? Hä? Ich schieße mit den Pfeilen auf diesen Ding. Und es ist bisher nichts. Junge, aber. Hallo, kannst du mal wieder funktionieren? Das ist dasselbe, als würdest du Bad Wars mit einem Hacker spielen. Hä? Der schreien so nie. Ich funktioniere nicht. Also, ich. Meine Vermutung, das ist einfach ein Gegner, der fallresistent ist. Es gibt ja auch Gegner, die. Hä? Gegen die das, du mit Pfeilen nichts machen kannst. Das ist ein Gegenstand. Das ist ein Gegenstand? Okay, jetzt verstehe ich dich. Es ist so ein Schalter und der lässt sich, wenn ich den mit dem Bogen anschieße, der aktiviert. Meinst du dieses Auge? Welches? Ja. Denk schon. Ich bin jetzt rausgegangen. Hier haben wir einen neuen Schrei. So. Und dann fehlt mir nur noch eins, zwei, drei, vier. Mir fehlen noch fünf Schreine, sehe ich gerade, ne? Fünf Schreine, also die ich gerade eingezeichnet habe, ne, fehlen mir noch. Ne, sechs. Da fehlen mir auch noch beide. Übrigens, ich glaube, ich habe Neuigkeiten, die dich sehr freuen werden. Was? Also ich habe mal wegen diesem Mörderspiel mal genauer recherchiert. Ja. Und das Schwarz heißt einfach, bis dahin ist einfach noch nichts passiert. Also bis dahin. Soweit ist das Spiel bisher. Der Typ arbeitet weiter am Spiel. Ach, wirklich? Schaut euch mal Manus Game Trolls Videos an. Die sind mega. Die machen Spaß. Ich bin ganz besonders auf hier auf die dritte Folge. Ja, weil sie halt so krank angekommen ist. Oder? Die dritte ist eigentlich die nur 20 hat. Und auf jeden Fall. Die mit 47 aufrufen. Also, ja, ich weiß, auf jeden Fall. Noch eine Folge, also noch ein Video, das sehr gut angekommen ist, unser Video, wo wir über Essen und Schule und so geredet haben. Und übrigens habe ich jetzt eine neue Angewohnheit und einen neuen Versuch gestartet: nämlich 1,5 Liter Wasser am Tag trinken. Und ich habe mir extra so eine Wasserflasche hergestellt. Ja, das ist halt so für einen Erwachsenen, sag ich mal, genau passend. Und ich bin zwar kein Erwachsener, aber ich bin riesig. Und daher brauche ich das schon. Ich bin riesig und das Mikro kippt um. Ja, genau. Ich kenne das Geräusch, wenn mein Mikro umkippt. Sauf dir erstmal eine Runde. Ich weiß, man hört es natürlich in der Aufnahme nicht, Lul. Ja, aber ich muss heute 1,5 Liter, das ist viel. Das ist ziemlich viel. Alles klar. Ja! Ich trinke manchmal 1,5 Liter Eistee. Ja, das ist nix. Aber 1,5 Liter Wasser ist viel. Genau, ne? Wenn es Eistee ist, ist es. Na gut, hast du schon Rest. Ja, das ist aber wirklich so. Aber ganz ehrlich, ja. Was ich extremst merkwürdig finde, Isaf, der hat dieses Spiel At Dead of Night, hat er sich wahrscheinlich auf Steam mega toll gekauft. Ich hab's auf Gamejoy kostenlos bekommen. Da war nicht mal ein Wähle deinen Preis. Wow. Normal kann es entweder kostenlos sein oder wähle deinen Preis, dann kannst du es auch kostenlos bekommen. Aber du kannst halt, wenn man selbst will oder wenn man selbst so beeindruckt ist, kann man seinen Preis dafür wählen.
Oha. Wird man keinen, dann kann den Entwickler sozusagen unterstützen, oder? Ja. Und GameJolt hat jetzt einen Client, was ich beim letzten Mal gar nicht bemerkt habe. Hat? Okay, krank. Das wusste ich gar nicht. Ist davor auch nicht. Jetzt wissen wir es. Und jetzt habe ich eine riesige Schreinquest, die auf mich wartet. Und die machen wir auch direkt, weil ich hab Bock. Auf jeden Fall, Manu, wie geht's denn heute? Mir geht's gut, aber ich bin sehr verwundert, weil ich gerade zu random einfach auf Insta in irgendeiner Gruppe hinzugefügt wurde. Ja, das ist normal. Das ist normal. Und ich hab 8 Abonnenten, was sehr komisch ist. Was? Ah, ist nicht mal. Der mich hinzugefügt hat, ist nicht mal ein Abonnent. Wow. Auf jeden Fall, Manu, wie läuft's denn mit deinem Kanal? Also, übrigens, abonniert mal Manu für Facecam-Videos. Ich glaube, 50 Abos waren das Ziel, ich oder? Ich arbeite übrigens gerade an einem Remastered oder eine Minex-Army. Eine zweite. Also. Damit man weiß, ja, wie das werden soll. Dass ich halt die vorherige löschen kann, weil die nervt mich langsam echt. Weil die einfach, die wirkt so, als wäre sie veraltert. Was meinst du? Und zu der neuen füge ich einfach gute Features hinzu. Zum Beispiel gibt es hier einfach eine Seite, wo man auch noch uns beide als Anime-Charaktere findet. Dann bin da ich und dann bist dann du, worüber du dich totlachen wirst. Oh, moin. Aber ich finde unsere deine Website echt cool. Hm? Ich auch. Und das geht so einfach. Du brauchst vielleicht ja 5 Stunden, damit du eine mega professionelle Website hast. Was? Du hast doch nicht mal eine mega professionelle, oder? Hm. Ich arbeite ja auch keine 5 Stunden dran. Aber ich finde, also ich finde, ich muss sagen, für das, dass wir erst, wie viele, 22 Folgen in dem Projekt sind, bin ich schon relativ weit. Vor allem, dass du schon den ersten Titan hast. Ja, aber es war ja Absicht, dass ich den schon gemacht habe, damit ich diese Fähigkeit habe. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. 3 von denen. Okay, let's go. Alles klar. Ja, geht doch nicht alle auf mich. Oh, alles klar, Digga. Ich fühle mich hier leicht verarscht, aber ich weiß nicht, wie ich an denen vorbeikomme. Ich laufe einfach an denen vorbei, oder wie? Ha! Ich laufe einfach an denen vorbei. Also ich hoffe, man hört deine Eltern in der Folge nicht. Nee, RTX Voice, alles gut. Bist du sicher? Ja, bin ich sicher. Sehen wir später. Ja, bis nicht spät. Junge, wieso verfolgt ihr mich so lange? Und wie hab ich diese Kugel so zum... Die Kugel, die dreht sich jetzt voll krank, aber bleibt an der gleichen Stelle. Was habe ich jetzt gemacht? Ich erinnere mich auch noch an eine Kugel in Arena of Time. Ich bin inzwischen beim Wassertempel, aber ganz ehrlich, von allen Tempeln, vom Waldtempel und vom Feuertempel, finde ich den Wassertempel am nervigsten. Der ist so langweilig, du läufst da durch. Ah, das mit dem Tauchen ist cool gemacht, aber... Ja, aber Schattenlink. Und... Ich find's trotzdem. Kommt der nicht bald mal bei dir dann? Ich weiß nicht, bisher bin ich im. Ja, also das ist der Boss im Wassertempel. Oh. Okay, mir fehlen noch ein paar Gebiete, die zurzeit zu sehen sind. Es sind ja viele mehr hier. Boah, die Karte ist also mini. Ich habe irgendwie 3 Gebiete oder so, in denen ich gerade alles mache. Ich kann dir ja später nochmal den Website-Link von der neuen schicken. Ich glaube, die wird dir gefallen. Die Sache ist halt die, ich bin gespannt, wie viele Folgen das Projekt haben wird. Ich bin real talk auf das gespannt.
Weil das werden nicht gerade weniger werden. Moin Bobblins, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Wie eure Bobblins-Stäbe. Ja, das mache ich gerade. Ich klaue den gerade alle. Junge, wo ist der hingelaufen? Ach, da. Da kommt der ja. Ah, da kommt der. Der dreht einfach weg. Der dreht weg, er hat Angst. Tschüss. Was macht der? Jetzt hört Alles auch noch deine klar. Schwester. Nee, hört man nicht. Ich höre sie aber. Ja, du. Ich kann es umstellen, wenn du willst. Das wäre schön, dann höre ich sie nicht mehr. Boots. Hab dich. Oh. Okay, ich kann es instant umstellen. Ja, kann ich sogar. Cool. So ist es schön ruhig. Jetzt soll's gehen. Wo ist die Kugel? Hier ist die Kugel. So. Alter, warum stehe ich eigentlich rum? Ich bin doof. So, ich habe hier die schöne Kugel. Ich kann mal den Stream anmachen. Stream. Ja, halt Discord Ach Stream. so, auf Discord. Ich dachte gerade. Was ist das bei dir? Irgendwie Du habe siehst ich ja. immer. Ja, ich sehe, du trägst irgendwie eine Bombe. Das ist eine Kugel. Und ich muss da diese Umdrehung da gehen, weil. Jetzt muss ich sofort an Portal denken. Da gab es nämlich ja Blöcke und Kugeln, die man hier diese Paket reinpacken musste. Wer konnte. Alles klar, Brudi. Ich werde hier beschossen und beschossen. Ich so nie. Übrigens, Ist mit dir, Freundchen. bei mir ist das Ganze flüssiger als bei dir in der Aufnahme auch. Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Es hat nur 15 FPS auf Discord. Das ist mein Lieblingsbogen. Hit! War das Pferd gerade Elektrizität? Kacke. Ja, war's. Lala, es ist 4:30 Uhr. Ja, ich bin im besseren Stream. So, da bekommst du bessere Qualität. Hallo, funktioniert. Bin ich gerade ins Wasser gegangen, ich dachte, ja, bin ich, Lul. Bitteschön. Ist das ein flüssiger Stream? Ja, und jetzt wird es mir auch im Kinomodus angezeigt, seltsamerweise. Alter, diese Octoroks nerven extrem. Harin. Weißt du, das nervt mich auch. Wenn ich ins Sora-Gebiet gehe, was bei mir übrigens immer noch eingefroren ist, weil ich zu faul bin, diesen dummen Wassertempel zu machen, weil ich den einfach nicht leiden kann. Ja. Dann ist es einfach so, dass da die ganze Zeit auf dem Weg dahin 5000 Milliarden Octoroks kommen. Bei mir, Und also dann bin bei ich. ist in Breath of the Wild hat vor dem ersten Titan alles geregnet. Ich könnte auch in den Titan Rush machen, dann wäre das Projekt relativ schnell vorbei, aber. Ja, oder du machst einfach 5000 Folgen wie Domtendo. Ja. Aber ich glaube, ab 200 Folgen würde sich das niemand mehr ansehen. Doch, doch, warum? Natürlich. Ich war immer zu faul, um mir einfach alle 200 Folgen von Dom Den genau, stumpf, von Domtendo Nein, mein anzusehen. Bogen. Ein treuer Bogen. Schau, so ist es Für doch die jetzt. Kugel eigentlich. Boots. Damit kann ich einen schreien dann. Damit kann ich einen Schrein erschaffen. Und dann bekommt Boblin? man. Schau, da hinten muss ich nur noch hin. Junge. Ach, wie weit ist er denn weg? Ziemlich weit. Schau, das ist so eine Spirale. Und da muss ich immer drum herum fahren. Okay. Aber hier kann ich rüber. Das ist eine coole Map-Idee. Aber hier ist es seicht. Hier kann ich drüber. Hier kann ich rüber, schön. Junge! Jetzt, Weißt du, Junge! manchmal tut mir Link ein bisschen leid. Er wird einfach von jeder möglichen Seite irgendwie von Riesenstein
angeschossen, jemand. Stell dir mal vor, der würde gegen. Stell dir mal vor, der würde gegen deinen Kopf fliegen. Hab dich. Hab beide. Aber ich habe dafür alles verschossen gefühlt. Schau da, da muss ich jetzt die Kugel da reinlegen und dann habe ich die Schreinquest. Und das ist übrigens meine Karte. Das ist nichts. Das ist nichts. Ja, da fehlt. Das ist nicht mal die Hälfte von der Map. Das ist gefühlt nicht mal eine Viertel. Mhm. Aber ganz ehrlich. Schau. Hä, warum bin. Jetzt stand da einfach Stream und schon. Da jetzt. Oh mein Gott, da steigt ein Dildo aus dem Wohnraum. Ah, ist geil. Da haben wir eine schöne Schreine. Eine schöne Schreine. Und dann findet Zelda das. Ja, moin. Und geht da erstmal hin. Die Auge des Strudels geschafft. So, das. Genau, die Auge. Die Auge. Das Auge. Ja. Logisches Deutsch. Logisches Deutsch. So. Z. Ja. Schöne Kiste. Rita, du musst singen. Antiker Riesenkern. Das ist das Alter, ach komm. Lass mich doch wenigstens. Als ob du nur das machen musstest. Tja, das. Das war jetzt 15 Minuten gedauert. Es war. Controller? Ja, gut. Es war anstrengend, okay? Das macht man normalerweise nicht so 15 Minuten lang. Weißt du, erst wollte ich ja irgendwann mal. Ocarina of Time. Ja. Wollte ich irgendwann mal auf dem Computer einen Emulator let's playen. Aber weißt du, was blöd ist? Was? Wenn ich das mit einem Controller aufnehme, dann geht ja das Touch nicht. Nee, du hast keinen Touch. Ey, Touch, das geht nicht. Du brauchst eine Capture Card, wenn dann halt. Du kannst ja eine billige. Es gibt ja, also für ein 3DS gibt's viele Wege, eine Capture Card zu verbauen. Aber ich würde sagen, das war's jetzt mit der Folge. Und in der nächsten Folge können wir ein bisschen über Capture Cards reden. Bis dann.